Ja, Hallöchen zusammen. Ich möchte euch in dem Video zeigen, wie ihr Menki, Rasaf und Ebdiaf bekommen könnt. Und zwar bin ich hier westlich von Mesalona City. Und vom Pokécenter aus müssen wir hier den Weg entlang Richtung Norden nehmen. Hier den Berg hoch. Und ja, wenn da vorne, dort wo die Wiese anfängt, so ein bisschen grüner zu werden, ab dort können Menkis spawnen. Hier sind mal noch keine. Es ist eben immer, sie können. Ich hatte es bis jetzt bei regnerischem Wetter und bei sonnigem Wetter. Bei Tag bisher aber nur, bei Nacht weiß ich nicht. Ja, die können auf jeden Fall hier am Wegrand spawnen. Ah ja, da ist eins. Und da hinten können auch welche sein. Da sind welche rum, auf jeden Fall. Muss man halt immer wieder, bisschen rumlaufen. Und ja, Menki entwickelt sich bei Level 28 zu Rasaf und dann müsst ihr es noch auf Level 35 bringen, damit es die Attacke Zornesfaust lernt. Und die muss man dann 20 Mal einsetzen, damit es sich zu Ebdiaf entwickelt. Das heißt, ihr müsst, wenn die 10 AP halt aufgebraucht sind, dann einfach zum Pokécenter und die wieder aufladen. Und dann wieder 10 Mal einsetzen und danach müsst ihr Rasaf noch ein Level abgeben und dann wird es sich entwickeln. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das auch in Raids geht. Also ich habe die 20 Mal Zornesfaust nur bei Pokémon in der Wildnis eingesetzt. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Macht's gut und Paris Athen, auf Wiedersehen!